So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt auf der Ebene, wo der Feuerstab angeblich liegt. Also hier. Und wenn ich das richtig gerade nachgeguckt habe, in meinen ganzen Folgen, sind wir jetzt auf Ebene 7. Und gehen runter auf Ebene 8. Schauen wir mal, was hier zu finden ist. Oh, Angei. Ist. Ja, da war ein Geist. Den hätten wir, glaube ich, mit den Zaubern hier auch gar nicht treffen können. Und panischerweise bin ich gleich rückwärts gegangen in eine Fallgrube, die aufgegangen ist, nachdem wir die Ebene betreten haben. Aber gut. Der Zauber, um Geister zu bekämpfen, ist übrigens, ich glaube, der hier. Den können wir auch schon sprechen. Sehr schön. Das heißt, Gosmog, unser Möchtegern-Zauberer, bereitet den schon mal vor. Und für alle anderen Gegner nehmen wir unseren Feuerball. Aber erstmal gucken wir, wo wir hier gelandet sind. Wir sind jetzt auf Ebene 9. Und könnten da schon zur Ebene 10 runterspringen. Das geht ja richtig flott, wenn wir es denn wollten. Aber eigentlich würde ich ganz gerne einfach wieder hoch. Oh, was haben wir hier? Heiltränke sind immer gut. Flaschen dementsprechend auch. Noch jemanden Fußschaden? Ja. Du wahrscheinlich auch. Ja, und schon haben wir keine Heiltränke mehr. Das ist ein wiederkehrendes Problem. So, kannst du schon gute Heiltränke? Ja, kannst du. Schlaf noch ein bisschen, dann kannst du bestimmt gleich noch einen machen. So. Eins, zwei. Du machst auch gleich zwei davon. Auch wenn dadurch dein Geisterzauber weggeht. So. So. Soll auch vorerst reichen. Hat jemand noch Fußschaden? Nee. Nee. So, wieder in die Hand. Zauber ist vorbereitet, aber er hat jetzt sein Anti-Geisterbolzen nicht fertig. Damit will ich nicht hier weggehen. Also in diesem Zustand. So, das, das, das. Hier geht es wahrscheinlich wieder hoch. Aber ich will erstmal gucken, was hier unten noch so ist. Es scheint ja ein recht großes Gebiet zu sein. Mit sehr vielen Löchern in der Decke. Also kann man auf Ebene 8 an ganz vielen Stellen runterpurzeln, wie es scheint. So, hier ist jetzt eine Sackgasse. Da auch. Gleich kommt auf der linken Seite der Teleporter. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen weiter gucken, ob hier noch irgendwo irgendwas ist. Jetzt sind wir mal links rum. Hier ist noch eine Sackgasse. Rechts rum geht es zum Teleporter. Noch eine Sackgasse. Hier ist noch eine Möglichkeit runterzuspringen. Und hier ist noch eine Sackgasse. Wände sind alle massiv. Na gut, wollen wir es riskieren und gleich ganz runterspringen? Dann wären wir mal eben auf Level 10 gelandet. Aber nee, ich denke nicht. Wir sollten da erst eine bessere Ausrüstung haben und so weiter. Also, Teleporter. Gucken, wo wir rauskommen. Wir sind irgendwo, wo ein Skelett gestorben ist. Das war der Geist. Also wir sind wieder ungefähr da, wo wir rausgekommen, wo wir runtergefallen sind. Hier sind wir runtergefallen. Und anscheinend sollten wir es so lassen, dass wir im Notfall panischerweise Richtung Treppe gehen können. Sobald wir darauf treten, geht es wieder zu. Gut. Hier haben wir gleich noch einen Teleporter. Er hat keine Mana. Er hat nur einen Feuerball vorbereitet. Und Feuerbälle gehen durch den Geist durch. Das heißt, wir brauchen den Anti-Geister-Spruch. So, und jetzt laufe ich wieder panisch raus hier. Und ich bin tierisch langsam, da jeder verletzt ist. Okay, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die Geister Angriffszauber sprechen, aber vielleicht war das ja noch ein anderer Gegner, den wir nicht gesehen haben. So, ihr seid alle nicht verletzt, also braucht ihr auch keine Heiltränke. Das schlafen wir einfach weg. Ja, es wird definitiv von jeder Ebene aus schwieriger. Also die Augen waren schon schlimm. Die Geister wären jetzt richtig schlimm gewesen, wenn ich mich nicht noch aus der Kindheit an den Geisterspruch erinnert hätte. Weil, wie gesagt, die Giftbolzen und die Feuerbälle gehen einfach so durch den durch. So, du isst jetzt mal schön. Ein bisschen was haben wir noch dabei, sonst müssen wir halt zwei Etagen wieder hochgehen. Da haben wir unsere Vorratskisten. So, komm mit, komm mit, komm mit.
trinken, haben wir noch mehr als genug, sollten wir aber trotzdem demnächst mal auffüllen. Na, schon haben wir noch die Hälfte. So. Kiste kann wieder zu. Aber irgendjemand hat auch ein Level abbekommen. Ich glaube, er war das. Ja, Novizenkämpfer. Weil sobald man Schaden bekommt, trainiert man ja auch automatisch den Kämpferlevel. Was ein ganz schickes Feature ist. Also eigentlich müssten wir uns immer nur wieder treffen lassen, weglaufen und schon hätten wir ganz viele Level-Ups. Auch wenn das ein wenig skurril wäre. So, das Abspeichern nicht vergessen, denn Sterben ist doof. Vor allem ohne Minimap weiß man dann nicht mehr, wo man schon mal war und wo nicht. Also, du bereitest einen Feuerball vor. Du hast schon einen und du machst jetzt wieder den Geisterspruch. Und du auch. Das heißt, unsere Kämpfer haben die Geistersprüche, die Magier haben die Feuerbälle. Und jetzt schauen wir mal, wer da das Geschoss auf uns abgefeuert hat. Bisher fliegt nirgendwo irgendwas, was andeuten würde, dass es wirklich der Geist war. Ne, hier kam gleich wieder was an. Wo kommt das her? Letztes Mal sind wir auch hier hingegangen und haben den Schaden abbekommen. Kommt irgendwas durch den Teleporter geflogen? Ich sehe nichts langfliegen. Das ist komisch. Na gut. Trinken wir ein bisschen was. Schneller. Kurz gucken. Das ist kein Gegner. Das muss irgendeine Falle sein. Aber gut, wir haben ja einen Schutz gegen Feuer Zauberspruch. Das war 4 Punkte Yin Yang Flugzeug. Nee, war es nicht. Nein. N Yin Yang Flugzeug. Okay. N Yin Yang Flugzeug. So, du hast noch einen Gegengeistspruch und du hast einen Feuerball. Also wir gehen jetzt einfach mal hier in den Teleport. Das habe ich jetzt aber direkt gesehen. Es ist ein Feuerball. Du bist ein Geist gewesen. Und wieder hoch. Aber wir wissen, sobald wir in die Nähe des Teleporters kommen, schmeißt irgendwer einen Feuerball. Das heißt, entweder ist eine Druckplatte auf dem Boden, die das Ganze auslöst, oder es ist ein Gegner da. Wie auch immer der Gegner sehen kann, dass wir um die Ecke stehen. Weil theoretisch gesehen ist da wohl ein Gegner. Wir gehen hier auf eine Druckplatte rauf. Er schmeißt da den Feuerball und durch den Teleporter wird es abgelenkt. Das ist schon komisch. Aber gut. Wir machen das alte Heiltrankspiel. Weg damit. Eigentlich wollte ich einen besseren schon mal auf Vorrat. Und einen leichten, den er gleich trinken kann. So. 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 Ihr braucht auch neue. Du nicht. Dafür kannst du jetzt mal ein bisschen Licht trainieren. Denn, wie wir gerade gesehen haben, wir können wirklich jedes Level gebrauchen. So, wer ist noch voll? Gosmog hat noch genug Mana. Also, starker Heiltrank und ein Priester-Level. Sehr schön, Journeyman Priester. Und das erhöht Antimagie. Sehr, sehr schön. Zack. Und schlafen. Ja, ich denke mal, so in ein, zwei Folgen werden wir dann nach oben gehen müssen und die anderen drei Kisten mit Nahrung holen. Denn so oft, wie ich jetzt rasten muss, um Heiltränke herzustellen und Zaubersprüche vorzubereiten, geht die Nahrung doch recht flott runter. So, dumm, 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 dumm. Hier ist soweit alles gut. Navi braucht noch Heiltrank, Heiltrank. Kompass, Giftpfeil, auch wenn wir nicht wirklich oft dazu kommen, irgendwas zu schmeißen, da wir immer am Feuerbälle und Anti-Geistersprüche sprechen sind. Aber gut. So. Feuerball, Feuerball, Anti-Geist, Anti-Schlafen, ja.
Antigeist. So, wieder abspeichern. Da wird den hier überspeichern. Gehen runter und gehen jetzt einfach mal nicht. Oh. Da kam gerade einfach so ein Feuerball lang geflogen. Ha. Vielleicht ist es einfach nur Zufall, dass sobald wir da hinkommen, der Feuerball uns trifft. Vielleicht fliegt er hier die ganze Zeit im Kreis. Ja, da kommt er an. Wird von dem Teleport abgelenkt, geht nach da weiter. Okay, das heißt, wir könnten theoretisch jetzt den nächsten Feuerball abwarten. Gehen einfach da hin und gehen da weiter. 21, 22, 23. Es dauert ganz schön lange, bis da ein Feuerball kommt. Also wir hatten einfach immer nur Pech und standen da im Weg, oder? Ah ne, da kommt er. So. Und wir wurden gedreht. Also der Feuerball ist doch durchgeflogen und weiter. Wir sind dann rein und wurden gleich wieder getroffen. Oh, da ist doch irgendwas schiefgelaufen. Na gut, aber es ist keiner verletzt, also dürften wir hier jetzt ungehindert schlafen können. Denn jeder Gegner, der versucht zu uns hinzukommen, läuft in die Feuerballpfeile. So, und hier hinter ist gar nichts. Ja, auch toll. Na gut, wissen wir es fürs nächste Mal. Also, du machst dein... Oh, Geist. Ah, und der Geistspruch wurde natürlich von dem Teleporter abgelenkt, weil es kein richtiger Teleporter ist, sondern eigentlich nur so eine Art Dreher. So. Antigeist. Und du machst jetzt N, Yin Yang, Flugzeug. Denn wir werden gleich wieder einen Feuerball abbekommen. Also, wir gucken nach Norden. Wir gucken nach Norden, machen einen Schritt nach rechts und gehen einfach hier weiter. Also der Feuerball kommt gleich von da angeflogen, geht in den Dreher, wird wahrscheinlich nach da abgelenkt, geht in den Teleporter da hinten. Das wird noch kompliziert. Die Druckplatte hier können wir nicht auslösen. Gehen wir mal rauf. Die Druckplatte hat hier das Ding aufgemacht und macht es nicht wieder zu. Das ist noch döver. Können wir irgendwo was... Das ist der Feuerball. Können wir irgendwo was auslösen durch Werfen? Denn ich habe nicht wirklich Lust, nochmal runterzuspringen. Schalter. Da ist auch... Wir sollten nicht in der Flugbahn stehen bleiben. Also da ist nichts an der Wand. Da ist auch nichts an der Wand. Nö, wir haben uns gerade eine Sackgasse geschaffen, wie es scheint. Aber na gut, gucken wir weiter hier im inneren Bereich. Ich hasse diesen Feuerball. Und ich weiß auch nicht, wo er wirklich lang fliegt. Und wir haben Verwundete. Zack. Zack. Wir haben viele Verwundete. So. Da waren also mal irgendwann Skelette. Und ich weiß nicht mehr, wo der Eingang ist. Ich glaube, in der Richtung. Da kommt der Feuerball lang geflogen. Wir könnten die Flugbahn des Feuerballs auch einfach durch irgendwelche Gegenstände auf dem Boden markieren. So wie das hier schon fast der Fall ist mit den ganzen Skelettteilen. Und da kommt ein Geist. Anscheinend gibt es hier auch einen Respawner für die Geister. Also ja, definitiv eine üble Ecke. Und überall sind Druckplatten, die... Wege blockieren. Um das Ganze noch ein bisschen lustiger zu machen. So, hier kommt bestimmt der Feuerball gleich durch. Halten wir uns mal links an der Wand. Gucken nach Scha. Hier könnte der Feuerball auch langkommen. Schade, dass man sich hier nicht umgucken kann, à la Grimrock. Dann könnte ich nämlich die Flugbahn des Feuerballs ein bisschen besser nachvollziehen. Und ich höre so ein Stampfgeräusch im Hintergrund. Also irgendwo sind hier Gegner. Schöne alte Mumien. Ja, komm, du kannst uns gar nichts. Treff uns einfach. Kriegen wir ein bisschen Kriegerlevel und das war's. So, hier brauchen wir noch einen Schlüssel. Zwei Etagen über uns wartet ja immer noch eine Tür darauf, geöffnet zu werden. So, also hier ist eine Tür. Ich würde wirklich gerne Nachrichten hinterlassen können.
So kleine Notizen an den Wänden, das wäre echt super. Aber, ne, gibt's hier nicht. Irgendwelche Schalter? Ne, ne. Nur lauter Ablenkfelder für die Feuerbälle. Die würde ich gerne mal ausschalten. Da ist ein Ninja-Stern. Stimmt, wir haben einmal in alle Richtungen geschossen, geworfen und was weiß ich. Oh, und hier haben wir einen Schalter. Und noch ein Geist. Oh, da kommt der Feuerball her. Au. Ja, super Idee, Georgon. Oh, da kommt der Feuerball her. Stell dich mal mitten in den Weg. Nächster Heiltrank. So. Also, da war ein Schalter. Hier kommen die Feuerbälle langgeflogen. Teilweise sogar recht schnell. Also jetzt war es gerade nur einer, aber eben gerade hätte ich schwören können, auch zwei ganz schnell hintereinander fliegen zu sehen. Also gibt es da entweder irgendein System oder es wird durch irgendwas ausgelöst. Aber jetzt speichern wir es mal ab, dann schlafen wir eine Runde und in der nächsten Folge gucken wir, ob wir die Feuerbälle irgendwie ausstellen können. Denn das würde das Erforschen von dieser Ebene wesentlich einfacher machen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Also bis gleich.